Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich möchte euch heute eine Schleuder vorstellen und wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch viel Spaß. Schön, dass euch das Thema interessiert. Und zwar möchte ich euch heute diese vier Waben Selbstwendeschleuder vorstellen. Ich habe die Ehre und darf die heute für meine Honigernte benutzen. Wenn ihr euch diese Schleuder bestellt, dann wird diese Schleuder ohne Füße montiert geliefert. Die Füße müsstet ihr dann halt selbst ranschrauben. Und dann gibt es hier auch zwei verschiedene Höhen. Ich habe jetzt meine Schleuder ein bisschen tiefer rangemacht. Ihr könnt die Schleuder aber auch höher setzen. Und was auch noch ganz cool ist, dass die Beine Löcher unten haben und ihr könntet die Schleuder jetzt auch noch fest am Boden fixieren. Die Schleuder, die wird mit einer Bedienungsanleitung geschickt und an der Seite hat sie dann hier den An- und Ausschalter. Und dieses Steuergerät hat 8 verschiedene Programme, die ihr einstellen könnt. Also es ist ein Programm vorinstalliert, das könnt ihr aber ändern. Und ihr habt dann halt 8 verschiedene Plätze, wo ihr das verstellen könnt. Und das geht dann einfach hier mit den Pfeilen, könnt ihr euch dann alles aussuchen. Bleiben wir mal bei 1. Und was auch noch hier als Tipp geschrieben wird, dass man die erste Seite von dem Rähmchen nur zur Hälfte schleudert, dann wechselt man die Richtung. Dann schleudert man die zweite Seite komplett und dann schleudert man nochmal die erste Seite dann auch komplett. Und was auch noch wichtig ist, dass ihr, bevor ihr die Rähmchen rausholt, nochmal einmal kurz in die andere Richtung schleudert, damit sich einfach die Rähmchen aus den Taschen lösen. Und was diese Schleuder auch hat, falls ihr den Deckel aufmacht, geht die Schleuder komplett raus. Und wenn ihr aber den Deckel dann wieder zumacht, dann fängt die Schleuder genau da an, wo sie halt abgebrochen wurde. Und ich werde heute mit meiner Unterstellsiebkanne schleudern. Und diese Unterstellsiebkanne, davon habe ich schon mal ein Video gemacht. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das hier oben. Könnt ihr euch gerne angucken. Ja, und dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt ans Entdeckeln und dann probieren wir das Schmuckstück einmal aus. Einmal die Schleuder bestücken. Dann machen wir den Deckel zu, dann die Schleuder an der Seite an und dann kommt hier jetzt das Programm 1 und da drücken wir jetzt einfach auf Start.
Und da wird euch jetzt angezeigt, mit wie viel Prozent die Schleuder jetzt dreht. Und hier laufen dann die Sekunden runter. Da erhöht er dann schon auf 45%. Und dann auch mit mehr Zeit. Genau, und jetzt dreht sie halt in die andere Richtung. Auch wieder mit den 35%. Fällt die Reinigung natürlich um einiges leichter. Was mir auch gut gefallen hat, dass ich habe die Schleuder ja unten nicht fixiert. Trotzdem hat sie sich halt nicht vom Fleck bewegt. Und was auch richtig gut ist, sie ist total leise. Ja,
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da, kommentiert mein Video. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren. Ihr findet mich auch bei Instagram. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!